seinem Ton und seinem eigenen Ich. Mein Lebenswerk, die Ortsumgehung, für die ich vor einigen Jahren hier in Deidesheim als Turmschreiber war, basiert auch auf ihm. Vor allem ist mir Arnold Stadler als Person unhintergehbar geworden. Wir sind uns oft begegnet, kennen uns fast seit einem Vierteljahrhundert. Aber mit als Person meine ich zunächst gar nicht diesen Menschen, der da konkret und in actu vor mir steht, wenn wir uns begegnen. Person meint auch seine Bücher. Ich glaube, dass Bücherschreiben auch im Fach Belletristik eine Art sein kann, zu denken. Es gibt sogar Leute, die können eigentlich nur auf diese Weise denken. Sie führen ein lebenslanges Denkgespräch mit sich selbst. Manchmal in Erzählprosa, manchmal in anderer Form. Und sie werden durch das Schreiben mit sich vertraut. Sie entstehen, indem sie sich an sich abarbeiten. Sie bekommen immer mehr eigenen Wortlaut. Mich hat nie die Handlung in einem Buch interessiert. Mich hat nie ein Stoff interessiert. Mich hat an einem Buch überhaupt noch nie etwas interessiert. Eigentlich verlange ich von einem Buch viel mehr. Ich muss mit den Büchern leben und ebenfalls mit ihnen denken können. Arnold Stadler sagte mal über einen bestimmten Autor zu mir, er hatte ein Leben und er hatte ein Werk. Vor der Denk- oder sagen wir sogar Lebensbewegung, die ich sehe, wenn ich Arnold Stadler und sein Werk betrachte, stehe ich, behutsam gesagt, mit großer Achtung. Ich sehe darin so etwas wie eine aufrichtige Selbsterkenntnis, aber nicht vorschnell, bitte. Ich sehe eine aufrichtige Selbsterkenntnis gepaart mit einer ebenso aufrichtigen, man könnte auch sagen wahren, Selbstverhüllung, die sich aus der Erkenntnis speist, dass bloße Selbstenthüllung im Regelfall etwas absolut Vorschnelles ist, sagen wir eine Art Wahrheitskitsch, an den man schnell selbst nicht mehr glaubt. Der Kipppunkt zwischen diesen beiden Polen ist Arnold Stadlers Erkenntnisbereich. Arnold Stadler hält die Wunde immer offen und er macht ein Lebensbild daraus. Es tut weh, also bin ich. Arnold Stadler hat es geschafft, innerhalb seines Werkes gewisse Worte so zu seinen eigenen zu machen, dass es viel Platz bräuchte, diese Begriffe im stadlerschen Sinn zu explizieren. Vor allem natürlich das Wort Sehnsucht. Erst war es die Sehnsucht nach dem anderen, die Sehnsucht nach einem anderen Land, dem Meer, oder sei es nur die nach der Nordsee oder nach der Elbe. Dann war es die Sehnsucht nach der Liebe, wobei alles, was mit Liebe zu tun hat, bei Arnold Stadler sehr vielfältig sein kann, wie im Leben. Es gibt kein Liebesverbot. Aber es gibt auch keine Sprache und soll auch keine geben für die verschiedenen Arten der Liebe. Dass ein Mensch leben muss und leben können will mit dem, was er ist und wie er nicht anders sein kann, das lese ich bei Arnold Stadler. Und dass er dabei dennoch immer die Sünde in sich spürt und die Sünde keine Lüge ist, sondern die Wahrheit, das lese ich ebenfalls bei Arnold Stadler. Und dass es dafür kein anderes Wort gibt als Sünde. Dass also auch dieses Wort dazugehört. Und dass es zugleich Leben ist. Daraus wird ein Weltbild oder sagen wir eine Conditio Humana. Wo es wehtut, ist Leben. Dr. Arnold Stadler, Daten zu seinem Leben. Arnold, verzeih die statistische Härte des Folgenden. Und gewöhne dich schon mal an die Anrede Herr Dr. Stadler. Denn in Deidesheim wird man noch Doktor genannt. Auch ich war hier stets der Herr Dr. Meier. So wie es auch der Herr Dr. Kohl war, der hier im Deidesheimer Hof Saumagen aß zu einer Zeit, als man zu einem Doktor noch Doktor sagte. Und der heute in keine Talkshow mehr eingeladen würde, der Herr Dr. Kohl, weil er mutmaßlich bereits längst als teilweise gesichert rechtsextrem gelten würde in diesen unseren neuen Zeiten, in denen wir heute leben und schreiben müssen.
Wir beide, der Herr Dr. Stadler und der Herr Dr. Meyer, sind noch ordentlich promoviert worden. Kein Plagiatsvorwurf gegen uns beide wurde je laut. Auch wenn man mich gut und gern manchmal des Stadler-Plagiats bezeichnen könnte, das ist auch Rezensenten aufgefallen, schrieb nicht einst die ehemalige Literaturkritikerin Ina Hartwig über meinen ersten Roman Ortsumgehung, also meinen ersten Ich-Roman, er stadlere an manchen Stellen noch etwas. Das tat er, ja, und er tat gut daran. Das ist ein großer Unterschied zwischen Arnold Stadler und jemandem wie mir. Ich musste meine Stimme finden, indem ich Stimmen vorfand. Arnold Stadler hatte vom ersten Buch an seine eigene. Geboren 1954 in Meßkirch, Studium in München, war Arnold Stadler früh. Ich hörte von seinem ersten Roman Ich war einmal, erschienen 1989, schon sehr bald. Zum kompletten Durchbruch schien mir, und verzeihen Sie mir das betriebsblöde Wort Durchbruch, es klingt ja fast wie ein Leistenbruch oder ein Darmdurchbruch. Zum Durchbruch also wurde, kommt mir vor, Mein Hund, meine Sau, mein Leben von 1994. Hören wir hinein in dieses Buch. Ich möchte ein wenig daraus zitieren. In einer Geschichte, die keine Notiz von uns nahm, wohnten wir in unserem Haus unter dem Strohdach mit dem Schmerz als Grundriss und mit dem Satz, der von Bett zu Bett weitergegeben wurde bei uns, dass das Leben kurz sei, so kurz wie einmal das Dorf hinauf und hinuntergelaufen. Dazu war es Tradition bei uns, dass, wenn einer starb, sein Bett zusammengeschlagen und verbrannt wurde. Daher kommt es, dass es kein altes Bett bei uns gibt. Nur die Stelle blieb, die alte, der Ort, unsere Schlafkammer, unser Zeugungsschlaf und Sterbeplatz. Der Tod hatte hier seinen Platz im Leben. Ich könnte die Stelle zeigen. Der Tod war in unserer Sprache nicht formulierbar. Nur die schwierigsten Konditionalformen und Futur 2 in der Sprache von Vater und Mutter, der Muttersprache, die ausgestorben, ausgerottet ist wie die Indianer. Alle, die dieses Haus verlassen haben, in den Krieg, nach Amerika, in die Fremde, auf unseren Friedhof, zum Schein, jene, die wiederholt zurückkehrten, zum Schein, der eine Onkel aus Amerika zum Beispiel und die später vermissten Onkel vom Fronturlaub, alles geschah, damit es vergessen sei. Dennoch trotzten wir all diesem und schafften uns im Verlauf von 2 Olympiaden 4 neue Sitzgarnituren an. Zitat Ende. Es ist wie bei Kohelet. Alles ist ein Hauch. Nichts bleibt, aber man kann es noch anrufen. Und während des großen, immer fortwährenden Vergehens kann man immerhin binnen 2 Olympiaden 4 Sitzgarnituren anschaffen, um darin zu leben und zu sein. Und vielleicht schließt man sogar eine Lebensversicherung ab. Höhe wie die bei Charles Chaplin. Zwischen seinen melodramatischen Höhen und seinen burlesken, vaudevillhaften Elementen, die überhaupt nicht zusammenzupassen scheinen und doch das ganz Große erst ermöglichen. Und hier ein Satz, den auch die Deidesheimer sagen könnten. Er findet sich in Stadlers Buch Eines Tages, vielleicht auch nachts von 2003. Zitat: In der Heimat ist es von vornherein schrecklich. In der Ferne erst, wenn man hinfährt. Weiter im Biografischen. Für seinen Erstling Ich war einmal bekam Dr. Arnold Stadler den Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung für das beste deutschsprachige Debüt des Jahres. 89. Ich bekam diesen Preis später auch. Heute ist Dr. Arnold Stadler federführender Juror dieses Preises. Bist du nach wie vor nicht mehr? Wenn ich über Arnold Stadler etwas vage sagen zu dürfen, dann ist es für mich eine der wenigen Personen im Literaturbetrieb, der zwar immer auch nehmen konnte, aber dem das Geben mindestens ebenso wichtig war.
1999, als letzter Mensch im alten Jahrtausend, erhielt Dr. Arnold Stadler den wichtigsten aller deutschen Literaturpreise, den Büchnerpreis. 2006 Ehrendoktorwürde der Freien Universität Berlin, womit wir den Salat hätten, denn wie soll und muss nun die korrekte Ansprache lauten? Herr Dr. Dr. Stadler, Deidesheim wird einen Umgang damit finden. Seit langen Jahren ist Arnold Stadler Juror für das Fach Literatur im nahegelegenen Herrenhaus Edenkoben. Insofern ist er dem Hartrand sowieso seit Jahrzehnten verbunden, weshalb mich sein Hiersein besonders freut. Doch die Trauer kommt noch. Einstmals vor vielleicht 20 Jahren oder war es um den vermaledeiten 11. September 2001 herum, jenem Tag, als wir gemeinsam eine Bootsfahrt auf dem Comer See unternahmen, um jene Zeit etwa saßen wir auf der Terrasse der früheren Urlaubsvilla Konrad Adenauers. Es war der letzte Abend des Aufenthalts. Es gibt ja immer einen letzten Abend. Und es regnete auch noch. Wir saßen immerhin überdacht. Arnold rauchte wie immer eine Zigarre oder einen Zigarillo, blickte aus seinen Augen. Haben Sie eigentlich bereits bemerkt, Sie Deidesheimer, wie Arnold Stadler blicken kann? Wie seine Augen blicken, wenn er in die Welt hinausblickt? Und sagte damals mitten in den plätschernden Regen hinein, wobei ein Ruck durch seine Schultern ging, immer müssen wir gehen. Das ist nicht gut. Die Trauer wird auch in Deidesheim kommen. Irgendwann ist auch hier letzter Tag und das ist traurig. Warum können wir nicht immer bleiben, überall? Früher war es Sehnsucht, heute ist es Heimweh. Dieser Satz, dieser Gedanke findet sich bei dir, Arnold, in zahllosen Variationen. Manfred, du hast es schon gesagt. Die Zukunft war damals meine Sehnsucht, so wie die Erinnerung nun mein Heimweh ist. Abschließend möchte ich Ihnen noch kurz den für mich umwerfendsten Satz Arnold Stadlers präsentieren, auch wenn er in seinem Werk nicht die allergrößte Rolle spielt. Ich möchte aber einen fast technisch zu nennenden Aspekt daran festmachen. Arnold Stadler verwendet oft als wäre, als ob Konstruktionen. Es wird dadurch immer eine Art von Sehnsucht ausgedrückt. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie stehen in Rom auf dem Petersplatz. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie stünden auf dem Petersplatz und sähen auch noch den weißen Rauch. Es wäre der Moment, in dem der Papst gewählt wäre und das Abendland wieder einen Hirten gefunden hätte. Ein wahnsinnig pathetischer Moment. Merken Sie, was es mit Ihnen macht, wenn Sie sich das einfach nur vorstellen, auf dem Petersplatz zu sein, in der Menge, in einem so historischen Moment und den weißen Rauch zu sehen. Sie können sich das auch hier im Deidesheimer Rathaus vorstellen. Und wie Sie vorher darauf warten, kommt nun der weiße Rauch, kommt er nicht. So treten Sie vielleicht einer neuen Liebe gegenüber, noch ängstlich. Wird es etwas, wird es nichts? Und dann kommt der weiße Rauch und Sie sind glücklich und ergriffen. Nun geschieht es den Protagonisten in Arnold Stadlers Roman »Komm, gehen wir« aus dem Jahr 2007, dass sie sich in genau solchen Zuständen befinden. Und in ihrem Zustand, als warteten sie auf den weißen Rauch, befinden sie sich sogar zufällig in Rom und auf dem Petersplatz, und zwar just an dem Tag, an dem tatsächlich der neue Papst zur Wahl steht. Und nun wird ein absoluter Stadlersatz daraus, wie nur er ihn kann. Und er lautet so, Zitat, so standen sie auf dem Petersplatz, als warteten sie auf den weißen Rauch und warteten auch noch auf den weißen Rauch. Also nun die trockenen Blätter in den Kamin und angeheizt, damit es Deidesheim aus dem Schornstein dieses Hauses sehen kann. Wir haben einen Turmschreiber, Habemus Turmschreiber. Lieber Arnold, ich wünsche dir alles Gute.
Turm schreiben als etwas sehr Schönes. Als ich zum ersten Mal im Jahr 1990 an die Weinstraße kam, war das für mich wie eine Offenbarung. Offenbarung an Schönheit auch. Und jetzt schaue ich auf die Uhr. So und so viele Jahrzehnte sind vergangen. Das Leben ist kurz oder lang, wie einmal das Dorf hinauf und hinunter, wie meine Großmutter sagte am Ende ihres Lebens. Oder, wie ich jetzt sagen könnte, wie einmal von Edenkoben nach Deidesheim. Und schön. Ich bin nach Edenkoben gekommen und habe mich, das war mein allererstes Stipendium, es war im Jahr 1990 gegangen ist, bin ich in das damalige Künstlerhaus, das jetzt Herrenhaus heißt, von Konrad und Barbara Stahl gekommen und bin seither ja in enger Verbindung mit diesem Haus und mit diesen Menschen, die da leben, weben und sind. Ich bin hier in Deidesheim jetzt noch an einem berühmten Ort gelandet. Kannte ich schon von damals, ich mache gerne Exkursionen, man kann sagen Autowandern, und war auf meinen damaligen Wegen auch in Deidesheim, das hat mich sehr beeindruckt. Überhaupt was diese Vorderpfalz und diese Weinstraße einem aufmerksamen Menschen an Möglichkeiten bietet, schon sprachlich. Sie wissen alle, dass das erste literarische Werk deutscher Sprache in Weißenburg entstanden ist und einen Autor mit Namen kennt, Ottfried von Weißenburg. Der hat das allererste Buch geschrieben in der deutschen Sprache, das allererste literarische Werk, eine Geschichte den Evangelien Jesu nacherzählt. Dann fahre ich etwas weiter und bin schon in Edenkoben. Dann fahre ich weiter über die Weinberge hinweg und bin in Deidesheim. Dann fahre ich weiter und lande schließlich auch noch in Kallstadt. Die Leute dort hätten vor über 100 Jahren war das, doch das schöne Lied singen sollen, bleib bei uns. Dann wäre uns die Geschichte, die wir jetzt alle kennen, so vielleicht erspart geblieben. Bleib bei uns, von Michael Praetorius vertont. Auch ein Evangel aus dem Evangelium, beziehungsweise aus der Apostelgeschichte, ein Wort. Es ehrt die Großmutter von Donald Trump, dass sie Heimweh hatte nach Kallstadt in New York. Ich hätte vielleicht auch Heimweh gehabt von New York nach Kallstadt. Ich habe es gesehen, bin vorgestern hingefahren, bin einmal rauf und runter und hätte gerne gewusst, aus welchem Haus die Großmutter und der Großvater aus einem anderen Haus stammte. Gut, das ist jetzt alles vorbei und geht seine Wege. Ich gehe auch meinen Weg. Ich singe gerne. Und hier in Deidesheim könnte ich mir vorstellen, dass auch gesungen wird. Zumal die großartigsten Sängerinnen des Universums, dazu gehört Erika Köth ganz gewiss, hier am Rande von Deidesheim lebte. Das habe ich erst erfahren. Ich wusste schon, dass sie in der Pfalz lebte, aber wo genau? Das war in einem Ort, wo ich auch schon in der Kirche war, Königsbach,
Es liegt aber oben, warum es Bach heißt, weiß ich nicht. Da gibt es ein Bettel. Ah. Sie habe ich kennengelernt, glaube ich, persönlich gar nicht, aber im Blauen Bock. Und sie hat ja auch die Wiener Lieder gesungen, manche. So wird es, wird ein sein, wir werden immer sein. Und so geht es weiter. Oder? Erst war's aus, wir sein, mit einer Musi und dem Wein. Und so weiter und so fort. Also, das Leben ist schön. Der Wein ist etwas Wunderbares. Er macht das Leben leichter und den Abschied sanfter. Aber das ist ja alles von einem jetzt gesagt, der aus der Sprache lebt und auch versucht zu komponieren in gewisser Weise und zu singen, falls das möglich ist. Ich habe manche Entdeckungen gemacht im Lauf der vergangenen Jahrzehnte, in denen ich schreibend unterwegs bin oder war. Zum Beispiel, das ist ein Ankersatz geworden, den ich jetzt im Herzzentrum der Weinstraße auch sagen darf. Provinz gibt es nicht, es gibt nur Welt. Richtig. Als Schriftsteller, für jeden, der schreibt, ist es klar. Alles Welt und nirgendwo Provinz, wenn man sich genauer beschäftigt. Alles andere ist provinziell. Und dann noch etwas. Ich habe bald gemerkt, dass das, was ich mache, eigentlich nur eine Übersetzung ist, ein Übersetzen von Welt in Sprache. Was ich mache, Schreiben, ist das Übersetzen meiner Welt in meine Sprache. Ich komme aus einer Welt, in der es noch Originale gab, so nannte man sie damals. Ich selber bin kein Original, aber ich habe Originale noch kennengelernt. Meine Großmutter, eine meiner beiden Großmütter, gehörte unbedingt auch dazu. Das kann ich gar nicht sagen, wie originell sie war. Und wie sprachschöpferisch. Von der stammt nämlich das eine Bild, das auch meine Werke, weiß nicht, ob es Werke sind, Bücher halt durchzieht. Das Leben hat sie am Ende ihres Lebens, ihres kurzen Lebens, sie wurde ja, ich bin ja schon älter als sie wurde, gesagt, das Leben trotz allem, so kurz, so lang, so kurz, wie einmal das Dorf hinauf, vom Unterdorf ins Oberdorf und hinunter. Und mein Großvater, er war ein Raucher, er wurde aber viel älter. Der hat dann gesagt, er hat keine Luft mehr gekriegt. Er hat gesagt, so viel Luft, die schuft der Welt, bloß nicht für mich. Und die anderen Originale, die sich dazu gesellten zu meinem Personal, das möchte ich nur zwei nennen noch, damit Sie sehen, in was für einer schrägen Welt auch ich aufwuchs, auch sprachlich. Wir hatten ja noch eine Muttersprache, alle Sprachen Dialekt, ist heute weg. Nicht ganz. Ich habe meiner Nichte gesagt, sie wird enterbt, wenn sie nicht endlich rasterisch spricht. Also meine Sprache. Das ist jetzt ein Scherz gewesen. Also die Originale, zum Beispiel, wir hatten einen einzigen, der am Sonntag nicht in die Kirche kam oder nicht wollte. Im Winter hatte er eine einfache Erklärung. Da sagte er, alles im Dialekt, ich sage es aber auf Schriftdeutsch, lieber
am Sonntag am warmen Ofen sitzen und an Gott denken, als in der kalten Kirche sitzen und an den warmen Ofen denken. So. Kann man das nochmal auf Dialekt hören? Ja, ich muss jetzt darüber. Lieber am Sonntag am warmen Ofen sitzen und an die kalte Kirche denken, dass ich in der kalten Kirche sitze und an den warmen Ofen denke. So etwa. Ja, es ist nicht sehr, unterscheidet sich eigentlich nicht so sehr von jener Sprache, in der das erste deutschsprachige literarische Werk entstanden ist, das Südpfälzisch. Südrheinfränkisch. Rheinfränkisch, ja. So. Das andere ist noch, und das ist jetzt ein. Es gab ja überall auch faule und bequeme Leute. Unser Baumeister, also das war ein Maurer, der auch noch irgendwie die Häuser gebaut hat. Und oftmals mit Fusch. Und da wurde er kritisiert, beziehungsweise hat dann sich so entschuldigt, hat gesagt, man muss beim Bauen auch ans Abreißen denken. Das sage ich jetzt auch. Ich bedanke mich recht herzlich. Bin bewegt, im Herzzentrum hier zu sitzen und wünsche auch viele Vorgänger von mir, gab es, die leider schon tot sind, dem kann ich jetzt kein schönes Leben mehr wünschen. Herbert Hickmann zum Beispiel, über den ich zu euch kam, Konrad, ins Herren- und Künstlerhaus, der war damals der Juror. Oder auch Hans-Martin Gauger, der gerade gestorben ist, mit dem ich auch sehr befreundet war, weil ich lange in Freiburg lebte. War ein wunderbarer Mann. Ich weiß nicht, wie er hier aufgetreten ist oder ob ihr ihn kennengelernt habt. Ich habe ihn persönlich auch kennengelernt. Ja. Leider auch tot. Ja. Über das Wort kommt kaum etwas hinaus, aber wir lassen uns nicht abschrecken. Wir leben und trinken und singen weiter. Vielen Dank für alles. So war es. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, es gibt jetzt vielleicht drauf an, vielleicht von der Presse oder von irgendwelchen Interessierten.